Hamha! Das klingt gut. Dann würde ich sagen, du bist bereit? Hamha! Dann starten wir. Und zwar im Clubhaus mit dieser charmanten Map. Ich glaube, die wurde sogar für spätere Hamtaro-Spiele nochmal so benutzt. Ich meine, zumindest im Teil danach gibt's auch diese Map. Oh, wie viele Hamhams da im Chat sind. Das finde ich schön. Wow, 140 Leute. Das sind echt viele. Was macht ihr alle bei Hamtaro? Aber es ist auch ein sehr knuffiges Spiel meiner Kindheit. Bin halt echt gespannt, ob ich es jetzt diesmal durchspielen kann. Weil ich meine, wie gesagt, ich habe es nie durchgespielt. Das Mikro soll ich noch ein bisschen zu dir schieben? Man hört noch meine liebliche Stimme doch nicht. Jetzt hört man sie. Schieb das Mikro nicht so nah zu dir. Was bist du denn für ein egoistischer Sack? Du bist immer noch näher dran. Ja, ich habe auch eine sanftere Stimme. Das werden keine 100%. Ich weiß noch nicht mal, ob man hier 100% keine holen 100 kann. Leute. Ah, auch keine 100 Leute. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich kann schon nicht mehr lesen vor lauter Knuffigkeit. Okay, dann schauen wir doch, was uns so erwartet. Wie gesagt, ich habe das meiste wieder vergessen. Es ist halt echt überwiegend blind, glaube ich. Du kriegst die männlichen Hamster, ich krieg die weiblich aussehenden Hamster. Deal? Okay. Gut. Ah! Ich bin schwer beschäftigt. Hey du! Ja, du da. Du siehst nicht gerade beschäftigt aus. Tust mir einen Gefallen. Wie heißt du? Wieso blascht er? Vielleicht bist du weiblich. Ah, oder auch nicht. Also ich könnte mir jetzt einen Namen geben. Möchtest du Hamtaro oder möchtest du Jan? Bleib bei Hamtaro. Okay. Dann bleiben wir dabei, weil wir haben, glaube ich, hier nur wirklich einen Hamster, den wir mal nennen können. Ja. Nur ich habe ihn, glaube ich, auch immer Hamtaro genannt, weil irgendwie, weiß nicht, finde ich seltsam, den offensichtlich männlichen Hamster Svenja zu nennen. Habe ich als Kind zwar auch manchmal gemacht bei Pokémon, weil ich es nicht eingesehen habe, mich anders zu nennen. Aber gut, dann bleiben wir dabei. Ja. Ah ja, Hamtaro. Tut mir leid. Ich kann mir keine Namen merken. Würdest du bitte alle Hamhams suchen und sie hierher bringen? Warum? Das ist ein Geheimnis. Aber alle werden Spaß haben. Weißt du, der Hamchat ist die coolste Sprache im Moment. Wenn du auf einen Hamster triffst, musst du das darauf haben. Hicke? Oh! Was? Was heißt, du hast keinen blassen Dunst vom Hamchat? Das ist doch der letzte Schrei-Moment. Das weißt du nicht? Nun, dann werde ich dir die ersten Grundbegriffe beibringen. Merke sie dir gut. Damit wirst du die Hamhams finden. Ich habe übrigens leichte Okami-Flashbacks bei der Geschwindigkeit, mit der die Textboxen verschwinden. Das ist, vielleicht kann man es einstellen noch. Das ist zum Vorlesen tatsächlich immer etwas anstrengend. Na gut. Komm, gehen wir nach nebenan, da erkläre ich's dir. Aber die Textboxen sind schon ganz niedlich. Also dafür, dass das Spiel so alt ist, mit diesen, ich sag mal, Avataren daneben. Mhm. Die Fußmatte da oben macht mir etwas Sorgen. Aber sonst... Hier gibt es noch viel mehr Platz. Weißt du was? Ich habe vor kurzem etwas ausgegraben. Das möchte ich dir gerne schenken. Yay! Ich habe ein brandneues Notizbuch erhalten. Nein, du hast ein Notebook erhalten. Was? Da stand Notebook. Als ob da Notebook stand. Da stand Notebook! Nice. Moment. Was auch immer ich da bekommen habe. Ich weiß, ich habe auch Note gelesen. Aber irgendwie dachte ich mir so, das konnte da doch nicht stehen. Da stand echt Notebook. Weil Notizbuch zu einfach gewesen wäre, wahrscheinlich als Übersetzung. Notebook, das sah aber sehr retro aus. Da stimme ich euch zu, da möchte ich euch nicht widersprechen. Jan überprüft gerade noch, ob es da wirklich stand, aber ich glaube euch einfach mal. Da stand echt Notebook. Warum? Also ich sag mal, heutzutage sind Anglizismen echt verbreitet, aber ich sag mal, damals, wann kam das Spiel raus? 2000 oder so? Ich weiß es nicht genau. Da wahrscheinlich noch nicht, aber okay. Es ist einfach perfekt, um die neuen Wörter des Hamchats darin aufzuschreiben. Also, das funktioniert so. Hamha! Gut. Nun sprich es mir nach. Hamha! Ich habe ein neues Wort gelernt. Und jetzt alle!
Hammer bedeutet Hallo. Und es gibt 85 Hamchat-Wörter. Und ja, die werden tatsächlich ein wichtiges Gameplay-Element werden, falls ihr Hamtaro nicht kennt. Zumindest in den ersten beiden Teilen muss man nämlich neue Wörter lernen, um im Spiel weiterzukommen. Weil mit normalem Deutsch kommt man hier nicht weiter. Man braucht diese Wörter dafür. Man muss halt hamsterisch können. Richtig. So. So sagt man auf neue Art Hallo. Sprich jemanden damit an, wenn du dich mit ihm unterhalten möchtest. Das solltest du dir merken. Aber das ist noch nicht alles. Bounce! Und jetzt alle! Also, ihr solltet es vielleicht lieber nicht gerade in eurem Zimmer nachmachen. Oh, das sieht hübsch aus. Bounce! Was hast du getan? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Ich sehe schon. Aber hey, man muss Opfer bringen, wenn man neue Wörter lernen möchte. Wir haben Bounce gelernt. Das geht bestimmt gleich wieder weg. Rolle. Ja. Damit reden wir normalerweise nicht mit Leuten, aber wir können uns damit rollen. Und Leute anrollen. Der Spam im Chat. Ich rufe aber auch gerade ziemlich dazu auf, muss man dazu sagen. Nur der Boden ist wieder heile. Okay. Setze dieses Wort ein, wenn du auf etwas zurollen möchtest. Damit kannst du außerdem versteckte Items aufspüren und ein paar andere Dinge tun. Ist das cool, oder nicht? Sowas von. Hiff, hiff. Yay. Und jetzt alle. Hiff, hiff. Und wir haben Sonnenblumenkerne gefunden. Ich finde ja schön, wie der ganze Chat einfach mitmacht, so voll im Hype. So, ein neues Wort gelernt. Ja. Hilfe bedeutet schnuppern. Ja, also ich sag mal, die Grundbegriffe kann man sich, glaube ich, ganz leicht merken. Und vieles kann man irgendwie sich auch denken. Ich finde, hiff, hiff klingt schon so wie schnief, schnief, schnuppern. Ja, so ein bisschen. Ja. Das Geräusch ist voll süß. Genau, mit hiff, hiff kannst du bestimmte Dinge entdecken und aufheben. Da drüben. Digi Dugi. Yay. Und das letzte der vier Hauptwörter. Macht alle mit! Digi-Dugi! Komm mir gerade vor wie so eine Kindergartenbeauftragte. Und jetzt alle los! Digi-Dugi, ihr könnt es schaffen! Digi-Dugi bedeutet graben. Ah, sollte ich mir abgewöhnen. Wie alt bin ich nochmal? 5? Ja. Plus ein paar Jahre? Nun, manchmal gibt es einfach nichts zu entdecken. Digi-Dugi sagen wir, wenn wir graben wollen. Außerdem kannst du damit ins Clubhaus zurückkehren. Wenn du ein Ausgangsloch offen gräbst. Als nächstes, das dauert zu lang. Gib mal her. Wenn jetzt jemand Neues in den Stream kommt, das denke ich mir auch jedes Mal. Der denkt sich auch so, streamt die aus der Klapse? Digi-Dugi? Digi-Dugi? Und das, genau. Ah, das sieht gut aus. Ich bin von seltsamen Menschen umgeben. Ich bleibe. Ich habe einige Basiswörter des Hamchats für dich eingetragen. Nun bist du schon gut gerüstet. Wo packen wir dieses Buch hin? In unser Fell. Ach so. Nun kennst du die Grundbegriffe des Hamchats. Tutorial dauert zu lang. Lass uns skippen. Ich mag Boss. Der Name alleine ist ja schon episch. Das war einmal der Tanzraum, aber dazu später. Nun, du hast dich im Clubhaus bestimmt schon umgeschaut, aber ich zeig dir trotzdem alles nochmal. Ich habe das Spiel gerade gestartet. Wann soll ich mich umgesehen haben? Komm mit. Ich finde das Schild daneben super. Draußen bleiben? Hör gut zu. Hinter dieser Tür befindet sich die Zimmer der Hamhams. Aber ruhig ist niemand da. Du kannst ihre Zimmer nicht betreten, wenn sie nicht da sind. Wenn du wissen willst, wer von den Hamhams hier ist, musst du auf diese Karte schauen. Durch die Tür kannst du das Clubhaus verlassen. Das wär's. Ich rechne fest damit, dass du alle Hamhams zurückbringst. Also. Kann ich da nochmal rein? Kann ich. Also ja, das Spiel heißt ja Hamham-Freunde im Deutschen und Hamhams Unite generell. Und tatsächlich hat es keine wirklich tiefgründige Story. Es geht einfach darum, in die Welt rauszuziehen und alle Hamhams zu finden. Also alle Hamster, die in unserem Freundeskreis sind und ins Clubhaus zurückzubringen. Jo. Ende. Das ist die ganze Story dahinter. Das habe ich aber als Kind nie hinbekommen. Es ist halt schon cute, ja. Aber es hat jetzt nicht so viel Story wie die Teile danach, aber finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm. Was hast du noch für Wörter gelernt? Achso, wo ist denn mein... Da ist mein Menü. Ist hier auch auf dem anderen Knopf mein Menü?
Nee, hier ist... Doch, hier ist mein Notebook. Ja. Okay. Da haben wir... Ja, oh. Für ja. Nee. Für nein. Starri. Und Pipi. Pipi, weiter. Also ich glaube, das kann man tatsächlich sich noch ziemlich ableiten. Also wenn das jemand sagt, das klingt zwar absolut bekifft irgendwie, aber, ne? Packa, packa. Für beißen. Kritzi. Für kratzen. Rauflauf. Für klettern. Digi-dugi. Hiff, hiff, bounce und hamha. Also ich finde ja, packa, packa klingt geil. Packa, packa, ey, ey. Oder Rauflauf. Okay. Oh, schön. Was war jetzt auf dem anderen Knopf? Da haben wir, die haben es im Clubhaus, nur zwei. Ich weiß gar nicht, also Boss und ob Hamtaro zählt oder ob Razzi vielleicht hier rumliegt. Hm. Hamchat-Wörter, da haben wir 85, haben wir gesehen. Sonnenblumenkerne sind so ein bisschen die Währung hier. Steine, keine Ahnung, Eicheln, okay. Das Geräusch, nee, nee. Nein, Spiel verlassen wollte ich nicht. Kann ich auch? Ah, ich kann auch rennen. Was haben wir denn da? Das waren Anime-Augen wie im Bilderbuch. So, da ist unser Zimmer. Wir befinden uns im Clubhaus. Biju ist nicht da. Moknus ist nicht da. Razzi ist aber da, weil, naja, Razzi ratzt. Und Boss. Also zählt Hamtaro tatsächlich nicht. Dann haben wir noch Iro, Panda, Cappy, Didu, Pashmina, Schlaxo, Yuppidu, Noki, Tikali und Tico. Und die müssen wir alle zurückbringen. Im Übrigen, das war immer mein Lieblingshamster. Zusammen mit Panda. Hattest du einen Lieblingshamster? Hast du das überhaupt gesehen? Ja? Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was wäre denn Jans Hamster? Panda fände ich auch ganz süß. Nee. Das wäre auch so ein bisschen Jan. Mhm. Oh. Das auch? Oder du bist einfach der Boss? Okay, ich bin der Boss. Wenn ihr die Hamster kennt oder vielleicht auch nicht und sie gerade nur optisch gesehen habt, welcher Hamster wärt ihr denn? Also ich glaube, ich wäre Pashmina, weil ich mochte die immer sehr gerne so im Anime. Die war immer ganz cute. Und die hat immer auf Didu aufgepasst. Das fand ich auch ganz cute. Willst du mal besuchen, wenn die da sind? Ja. Wir können erstmal in unser Zimmer gehen. Er läuft teilweise extrem weit. Wenn ich jetzt einmal das Steuerkreuz antippe, läuft er gefühlt einen halben Meter. Aber ist okay. Razzi. Ja, der ist, glaube ich, sehr beliebt. Sehe ich schon. Oh, ich habe sogar eine Hamtaro-Fußmatte. Hab ein Bett. Sachen wechseln? Habe ich Sachen? Nein. Aber du könntest dich umziehen. Ich könnte mich umziehen. Was es damals hier schon alles gab. Ja. Okay. Okay. Möchtest du einen Fun-Fact hören? Hau raus. Oh, ich kann 30 Sachen reinpacken. Ich habe Hamtaro ja früher echt gern gemocht. Und als dieses Spiel dann rauskam, wollte ich das Clubhaus nachbauen und habe deswegen einen riesigen Karton genommen und dann versucht mit halt anderen Kartonstücken und Pappmaché dieses Clubhaus nachzubauen. Aber es ist nie fertig geworden, weil das einfach so unendlich viel Arbeit war. So, da komme ich halt nicht rein. Aber ja, ich habe es versucht nachzubauen. Ach, guck mal, die haben sogar dann ihr Symbol auf der Tür, wenn sie da sind. Oh. Ja. Wo ist er? Nicht hier. Vielleicht schlechter woanders? Ja, neues Stream-Projekt, Clubhaus bauen. Ich glaube auch. Das sieht eher aus wie so ein Palast. Oder als wenn alles aus Glas wäre irgendwie, oder? Okay. Okay, Boss. Da fließen unsere Steuern also rein. Unsere Sonnenblumenkerne. Die Sonnenblumensteuern? Ja. Der Kristallpalast? Aber rechts, das habe ich zumindest da ist das Tutorial-Gebiet. Ach, hier ist Razzi. Hallo. Mama. Ich nerve gar nicht. Oh yeah. Ich habe gehört, dass der Hamster von dem Baum in dem Eichenschrein herunterkommt, wenn du den Baum schüttelst. Den Baum schütteln und wir. Achso, der gibt uns also auch hier wieder Tipps. Okay. Das ist so ein bisschen der Tutorial-Hamster, wenn du nicht mehr weiterkommst. Das ist der Spoiler-Hamster. Das ist quasi wie Merlo in Paper Mario. Nur, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Hallo, Boss. Ich wette, du willst wissen, was hinter der Wand ist. Tja,
Warte, bis ich fertig bin, dann zeige ich's dir. Haha! Soll ich dir wertvolle Informationen geben? Ja. Über wen möchtest du etwas wissen? Okay. Die Jules ist zum Eichenschrein gegangen. Dort gibt's viele Spinnen und das, obwohl sie Spinnen nicht ausstehen kann. Will ich dahin? Ja. Ich bin etwas besorgt deswegen. Möchtest du noch mehr wissen? Und was tut der andere Typ? Ich weiß übrigens auch nicht, was dahinter ist, weil so weit habe ich nie gespielt. Was ist mit Schlaxo? Schlaxo wollte im Hauptgebäude des Eichenschreins etwas überprüfen. Das ist schon eine Weile her, dass er weggegangen ist. Frag mich, was ihn dort so lange aufhält. Ach so, das heißt, die sind beide dort. Wo dann? Biju ist Svenja? Irgendwie gut. Schon. Ich habe dann mal weiter. Aber wenn du mich brauchst, werde ich dir helfen. Also viel Erfolg. Aber ich finde das schön, dass sie das draußen bleiben wenigstens übersetzt haben. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Auf zum Eichenschrein. Aber wir haben da schon so ein paar Gebiete. Das ist so ein Schrein. Da unten ist eine Schule. Und da ist ein Spielplatz. Den Rest kann ich nicht identifizieren. Eine Baustelle? Und ein Shop? Ein Shop. Und irgendwas anderes in der Mitte. Ich, also das ist, da links ist auf jeden Fall ein Spielplatz. Ja. Und unten könnte eine Schule sein, das mit dem roten Dach. Ja. Aber so sonst? Das echt, sieht aus, als wäre ein Parkplatz, also wirklich vielleicht so ein kleiner Laden. Ja gut, das kann sein. Und das links daneben, eine Müllhalde. Ja, ganz bestimmt. Und das links daneben? Die Uni. Neben der Müllhalde. Ja. Da werden die Studenten gleich entsorgt. Das ist Junk University. Ja, Gracie, ich fand das auch voll schade. Ich hab's mal geguckt, ob es Hamtaro Hex gibt, aber das hat leider niemand gemacht. Das hat mich etwas traurig gemacht. Auf zum Eichenschrein. Kannst du. Ich weiß aber nicht, welches Geschlecht er hat. Deswegen. Hey, du! Ja, du! Nett, dich kennenzulernen. Ich bin ein guter Hammeriter. Was? Wusstest du, dass man in der Nähe des Eichenschreins leckere Eicheln finden kann? Zu dieser Jahreszeit gibt es leider nicht allzu viele davon, aber... Hatschi! Ich frage mich, warum ich diese Erkältung nicht loswerde. Das bin ich! Aber sowas von. Der Avatar starrt in meine Seele. Aber ich finde solche Animationen übrigens voll süß. Das Spiel ist halt alt, ja, aber wenn er hier runterspringt, das sieht einfach niedlich aus, finde ich. Ich erfreue mich an sowas. So. Hilf. Erstmal die Kerne mitnehmen. Beziehungsweise einen. Yay. Hast du sonst noch was zu sagen? Das Problem ist, man muss halt teilweise echt auf totale Umwege Wörter lernen und kommt dann ewig nicht weiter und muss dann backtracken und alles nochmal versuchen. Deswegen versuche ich auf Anhieb einfach so gründlich wie möglich zu sein, dass wir vielleicht nicht allzu oft stecken bleiben. Oder ich war damals einfach nur blöd. Du suchst nach den Hamhams? Ich habe ein Mädchen mit einem Band in den Wald gehen sehen. Atschi! Kann ich dich anrempen? Er kann gar nicht zur Seite rollen in diesem Teil. Tju! Mir wird ganz schwindelig. Hatschi! Wenn er erstmal ins Gesicht genießt. Ja, Kai, es ist halt wirklich so. Die Hamtaro-Spiele, man denkt immer, es ist voll trashig, aber gerade wenn man die Zielgruppe beachtet, ist es eigentlich voll knuffig. Ich habe einen Stein ausgegraben. Nice. Kriegst du gar eine Animation dafür. Und wie gesagt, ich finde klar, die ganzen Dinger hier sind total Copy und Paste, aber für so ein altes Spiel hat schon so seinen eigenen Charme. Oh, Hamtaro. Fang mich doch, Hamtaro. Tihi. Du bist nicht hilfreich. So wirklich nicht. So, hier haben wir einen Shop. Nicht, dass ich Geld hätte, aber hier blascht irgendwie jeder. Die Shop-Musik. Okay. So, willkommen. Boutiquam. Boutiquam, ja. Zeig mir mal die guten Sachen. Ich kann noch 30 Items kaufen. Ich kann... Ja. Ich könnte einen Pullover kaufen. Wann kann ich jetzt das Steuerkreuz mal bewegen?
Ah, jetzt geht's. Ich kann einen ziemlich... Es sieht nicht aus wie ein Pullover. Das sieht aus wie, ich weiß nicht was. Nicht gesund. Ich kann eine Karotte kaufen. Oder eine pinke Kochmütze. Jan, möchtest du irgendwas haben? Die Kochmütze. Okay. Ich möchte sowas von diese Kochmütze kaufen. Nein, das ist mehr als genug. So. Wir werden gesiezt. Ich bin halt so elitär. Ihre Ware wird Ihnen ohne Versandkosten nach Hause geliefert. Boah. Das ist ein Service. Jo. Ja. Kannst du den Baum anrempeln? Bestimmt. Ich kann ihn sogar anpinkeln. Pinkel ihn an. Ich will ihn erst einmal rauslaufen. Na? Sag mal, ob wieder eine Spinne kommt. Oh, hab eine Eichel gefunden, ja. Boutique haben Prime, haben wir? Ja. Kein Mindestbestellwert, scheinbar nicht. Wieso kann ich den Baum anpinkeln? Eine Duftmarke. Okay. Okay. Gut gepinkelt. Übrigens, versucht diese kleinen Bildfehler einfach zu ignorieren, die ab und zu kommen. Solange das Spiel vernünftig läuft, können wir da, glaube ich, mit leben. Das ist jetzt mein Revier. Ich glaube auch.